Ja, hi Leute. Willkommen zu einem Outdoor-Special und heute geht es tatsächlich mal nicht um Käfer, sondern um eine ganz besondere Spinne. Und zwar ist das Misumena ratia, die veränderliche Krabbenspinne. Und wir haben jetzt Mitte Mai und das bedeutet, dass die Weibchen und Männchen langsam adult werden. Die Reifezeit beginnt jetzt bis etwa in den Juli hinein. Wahrscheinlich werden wir jetzt vorrangig weiterhin noch viele Tiere finden, aber mit etwas Glück findet man ein richtig cooles, fettes Weibchen. Hier steht eine ganze Menge Wiesenkerbel. Ein Doldenblütler, Apia 10, das sind die bevorzugten Blüten dieser Spinnen. Darauf lauern sie auf Bienen und Schmetterlinge und andere Insekten. Und das Besondere an der Misumena ratia ist eben, dass sie ihre Farbe von gelb zu weiß verändern kann, beziehungsweise auch andersrum, je nachdem, auf was für einer Blütenfarbe sie sitzt. Und das können nur die adulten Weibchen. Die Männchen sehen ganz anders aus, sie sind relativ klein und bräunlich, ein bisschen gemustert. Und die Weibchen, eben entweder gelb oder weiß oder irgendwas dazwischen und können in besonderen Fällen auch rote Streifen an den Flanken haben. Und das wäre natürlich das Obercoolste, wenn wir so ein Weibchen heute finden. Wir keschern jetzt einfach mal durch diese Blüten hier und schauen mal, was wir so finden. Wir können natürlich auch mal auf die anderen Tiere gucken, die wir so finden. Und keschern ist hier eigentlich die beste Methode, wenn man nämlich versucht, die Blüten zu finden. Eigentlich unmöglich, die sind teilweise so perfekt getarnt. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch so selten gefunden. Eigentlich ist diese Spinne gar nicht mal so selten. Wenn man zum Beispiel so eine Stelle findet, wo viele Doldenblütler stehen, kann man einfach mal durchcachen und mal schauen, ob sie da sind, wenn es der am günstigsten Ort ist, also jetzt nicht mitten im Wald, sondern eher schon freistehend. Einfach mal das Glück versuchen und schauen, ob man welche findet. Wir fangen jetzt einfach mal an zu cachern und dann schauen wir gleich mal, was wir so im Netz haben. Okay, hier war jetzt nichts. Schauen wir einfach mal weiter. Okay, da krabbelt jetzt schon mal ein bisschen mehr. Ja, okay, das ist jetzt das Weibchen hier. Und das ist auch etwas anders, als ich sie bisher immer gefunden habe. Und zwar ist es leicht grünlich, grün-weißlich und hat geringelte Beine und zudem rote Flecken auf dem Opisthosoma. Kenne ich so nicht. Ich kenne das natürlich von Bildern, dass manche Weibchen richtige rote Streifen auf dem Hinterleib haben, ist für mich jetzt hier eine Premiere, das selbst zu finden. Das sollte auch schon adult sein, dieses Weibchen. Allerdings noch nicht verpaart, beziehungsweise noch keine reifen Eier, sonst wäre es viel dicker. Aber hier hinten habe ich jetzt auch noch ein Männchen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt hier gut sieht. Das war auch gleichzeitig noch mit dem Kescher. Da sieht man extremer Sexualdimorphismus bei dieser Art. Die sind eben viel kleiner, können die Farbe nicht wechseln, haben normalerweise braun-schwarze Beine und der Körper ist weiß-gelblich mit braunen Streifen. Der hier hat jetzt auch schon ein Bein verloren. Der ist auf jeden Fall auch schon adult, die werden nicht größer, die Männchen. Wenn man dazu sieht, das Weibchen, das Männchen, ist schon ein ziemlich krasser Größenunterschied. Ja, bei den Krabbenspinnen gibt es auch Kannibalismus. Das hier sind jetzt Cysticus. Die Art kann ich jetzt nicht sagen.
sind extrem schwer auseinanderzuhalten. Ja, da hat sich ein größeres Weibchen ein etwas kleineres geschnappt. Dann ist noch ein Weibchen davon. Die findet man auch sehr häufig, vor allem bei Brennnesseln. Hier ist noch ein Kantaris. Hier an den Erlen wimmelt es auch wieder von Erlenblattkäfern. Agelastica alni. Ja, kennt wahrscheinlich jeder. Ist eigentlich somit die häufigste Blattkäferart oder die am öftesten gefunden wird. Wo es Erlen gibt, gibt es auch diese Käfer. Das hier ist jetzt ein ganz kleines Jungtier von Misumenavatia. Das soll natürlich wieder laufen. Aber es sind also einige Entwicklungsstadien dabei. Hier ist noch, glaube ich, eine Philodromidae. Allerhand andere kleine Spinnchen. Hier zum Beispiel auch diese grünen Radnetzspinnen. Ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißen. Auf jeden Fall auch ganz cool und häufig. Was haben wir so an Beifang? Hier, wie ich finde, eine der schönsten Wanzen in Deutschland. Die Streifenwanze Graphosoma lineatum. Dann einige Elateridae, also Schnellkäfer. Hier ist ein Clytus aritis, ein Wespenbock. Marienkäfer finden sich auch immer wieder. Das hier ist einfach nur ein Ammonia axyridis. Dann haben wir auch eine ganze Menge Valgus hemipterus gefunden. Aber nur Männchen, Weibchen waren keine dabei. Hier eine Xysticus, also auch eine Krabbenspinne. Die werde ich aber jetzt eigentlich so schnell wie möglich aussortieren, weil die sind recht aggressiv. Ich will jetzt nicht, dass sie mir hier eine Misumena abschlachtet. Das ist auch ein Weibchen. Eine Krabbenspinne ist echt ein krasser Sexualdimorphismus. Dir. Ja, einige Rüsselkäfer und kleinere Wanzen sind auch dabei. Ein Gramoptera rufipes war, glaube ich, eben auch noch dabei, aber das kann gut sein, dass der gerade schon wieder rausgeflogen ist. Ne, da unten krabbelt er. Ja. Also Bockkäfer sind auch oft an Blüten zu finden. Einige Rüssler. Ja, ich würde nur sagen, das war eine ziemlich erfolgreiche Suche. Na, greift euch mal nicht gegenseitig an hier. Ja, ich werde mir jetzt davon die schönsten Exemplare raussuchen, um Fotos davon zu machen. Die anderen lasse ich dann hier, damit es auch nächstes Jahr noch welche hier gibt. Und da können wir gerade tatsächlich noch eine Paarung beobachten. Das Weibchen, das ich jetzt eben als erstes gefunden habe, wird gerade von dem Männchen begattet und krabbelt jetzt wieder auf den Rücken zurück. Und der kleine Rüsselkäfer hier. Wir schnell es erstmal nicht. Versucht es nochmal. Ja, also ich würde sagen, wir waren da gerade ziemlich erfolgreich. Deutlich mehr gefunden, als ich erwartet hätte, weil die letzten Wochen war das Wetter nicht allzu gut. Je wärmer es jetzt wird, desto schneller werden die Tiere auch adult. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch mal einen guten Tipp geben, wie man so eine besondere Art findet. Und ihr geht selber mal auf die Suche und schaut mal, ja, ob es die Art bei euch auch gibt. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sie gefunden habt. Und wer gerne weiterhin solche Videos sehen wollt, dann überlege ich mir mal noch ein paar coole Arten, die ich euch vorstellen kann. Ja, und ich werde jetzt die gefundenen Weibchen mal mit nach Hause nehmen. Da habe ich nämlich eine gelbe Blüte und dann schauen wir mal, in einem kleinen Experiment, ob sie auch tatsächlich ihre Farbe zu gelb verändern. Ja, wenn es euch gefallen hat,
lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare. Nicht vergessen zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst auf dem nächsten Abenteuer. Bis dann. Ciao.